So, vorab eine kurze Erklärung. Beyond Blue haben wir in unserem Down to Earth Bundle Livestream angespielt und es hat mir so gefallen, dass ich dachte, komm, das spielen wir jetzt mal noch ein bisschen weiter. Das heißt also, direkt nach diesem kleinen Vorspann, wo ich das erkläre, also jetzt das, ja, hier, ja, kommt der Ausschnitt aus dem Livestream und dann spiele ich jetzt an der Stelle, an der ich da aufgehört habe, weiter. Während der Aufnahme vom Livestream ist mein Konterfei unten rechts im Bildschirm zu sehen, im Rest vom Let's Play dann nicht. Aber ich habe gedacht, das Spiel ist zu schade, um es nur anzutesten, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Jo. Das heißt also, es kommt auch völlig planlos einfach mal in, ich sag mal, Halbstundenfolgen auf dem Channel. Ja. Wenn es euch gefällt, wie immer, Daumen hoch und Dingens und Like und weiterempfehlen und vielleicht selber mal kaufen. Im Moment gibt es das Bundle noch, genau, Beyond Blue. Also es lohnt sich. Und das war's jetzt mal für diese Ankündigung. Es geht jetzt weiter zu dem Mitschnitt aus dem Livestream. Jo. Und danach spiele ich weiter. Neues Spiel. War das eigentlich heute alles von E-Line Media? Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. I'm generally not a woo-woo kind of Vielen person. Dank. If I don't get something, I want to unpack it. Get the facts. But the ocean, it's a part of me. You could say it runs Meinst in du my nicht? blood. Mastermind? My grandmother was a freediver. An Ama. She helped me feel its rhythm and understand how one breath could last a lifetime. Ja. Mega Mind kenne ich nicht. We dove so often, the memories all run together. Pottwale. Except one. I wished I could stay down forever. Was ist das denn? Das sind die Geräusche von den Wahlen, oder? The ocean cast its spell on me that day. And its mystery still consumes me. Beyond Blue. Ja, jetzt rück schon raus. Was ist Megamind? Ach so. Ja, Filme. Mit Filmen kriegst du mich eigentlich immer. Day one, submerged atoll, Western Pacific. It's great to be diving again. I'm anxious to find our sperm whale family and look in on our mother-to-be. I'm also excited to test out Andre's new tech. Ocean X is expecting a huge audience for our first live stream, given how bad things were in this region a few years ago. Ah, oh, das ist übrigens no pressure, though. Kein Controllerspiel. Ready to dive. Fortfahren. Also, ich habe ein Let's Play gemacht von einem Spiel und dieses Spiel hat mich von der Machart, nicht von der Machart her, sondern von der Unterwasserwelt und so sehr daran erinnert. Okay. Umsehen. Hey Mariah, how's the new suit? Nice. A bit itchy, but I've had worse. How are you breathing? Breathing easy. This rebreather is amazing. Feels like I'm free diving. A genuine compliment. Should have caught that on the live stream. Give me a few minutes. I want it to be amazing, and I'm still getting used to this AR visor. Okay. No. Done. How many scans before the AI is trained on a creature? It will vary. There are many factors that affect the confidence level of a match. So you don't know. Got it. Now, point me to the buoy so I can try the hydrophones. I want to make sure all the tech is working before we stream. Irina, how you feeling? Haven't thrown up today. Well, it's still early. You gonna be okay with the live stream? Hmm.
I may let you do most of the talking. Once you reach the boy, you can triangulate the sound of any animal. Sehr, sehr Subnautica. Thank you. Ist das der gleiche? Nein. Auch das Scannen haben sie von Subnautica so ein bisschen, aber Subnautica ist toll. That's close enough. You can use your dive watch to control the boy from there. Hm, das kenne ich jetzt nicht. Ups, warte. Was war das? Refresh me on the controls. Move the target in circle around. Each sound will get louder when you are close to locking in on an animal's location. Hä? Was? Ah ja. Okay, I'm going to start the live stream. Let's roll. Welcome to the OceanX live stream. I'm Dr. Mirai Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. And stream. I'm and joined stream. Today by two colleagues. Hello, I'm Andre. Hello, everyone. I'm Irina. Alter, oder? Wow. Obwohl, naja, doch nicht. Egal. Und wo soll ich hin? Dahin. Als ob da so viele... Ich glaube, ja. Looks like we've got our first singer. Fantastic. Hopefully on your next dive you can record his song to compare with other humpbacks in the area. Fun fact. In addition to being an engineering whiz, Andre Ooh. Is quite the musician. Are you still writing music? Not for years. Dry spell? More like raising teenagers. Buckelwale. Was ist das denn? Ja, ich denke mal, das ist ein... da geht's aber tief runter. Ist das was? Ich muss den Scanner immer wieder ausmachen, glaube ich. Ist besser. Aber erstmal brauchen wir jetzt hier den... Ach Gott, scheiße, ist der groß. That looks to be a sperm whale. I think I saw this bull from the sub. I wonder how far he's traveled. Once we have a reliable ID on him, I'll see if anyone has tracked him before. Nice. Alter, die sind zum Glück so friedlich. Ja, das ist ein Pottwal. Ja... Genau die, die bei Moby Dick in rauen Mengen abgeschlachtet worden sind. Boah, das Buch ist so schlimm. Ich weiß nicht, die Moby Dick-Verfilmung hat ja jeder gesehen, aber ich habe das Buch gelesen. Alter, ist das ein Assi. Don't get too jealous, folks, just cause I'm swimming with dolphins. My grandmother always warned me that although they're cute, they can also be pranksters. And today, also very noisy. Can your AI parse through all those sounds? Not using this scanner. But I do have a new drone design that should be better at isolating the source of the sounds. Den haben wir noch nicht. So. Mhm. Wo müssen wir noch hin? Ja, sind wir noch nicht durch. Da, die zwei noch. Sind das? Mhm.
Das sind nur 5 Meter. Ach, guck mal hier. Oh, oh, oh. Da ist noch einer. Done. And maybe next time I can weigh in before on the number that we need to scan. As I mentioned, the Confidence model Whoa. Is complex. You just want to find the whales. Guilty. Hey, Mirai. I'm seeing alerts on the South Buoy if you want to pull them down. Okay. Let's see what mysteries this buoy unlocks. Wo ist er? Da. Gut. Ja. Also ich denke mal, das ist mehr... Oh, was... Also. Gut. Ich denke, mehr ist es auch nicht, ne? Also es ist... Da kommt jetzt nicht irgendwie Story oder so, sondern es kommt jetzt wirklich Erforschung. Die haben wir schon. Die haben wir noch nicht. Wow. Das heißt also... Ich darf mir die Taucherin vielleicht nicht ganz so genau angucken, merke ich gerade. Sozusagen. Das Ganze natürlich mit alles auf dem Tablett, aber egal. Das ist die Boje hier. Ach so. Also ich muss sagen, ich finde es echt toll entspannt. Ich kann mir vorstellen, dass es... Dass es irgendwann dann auch gut ist. Das haben wir doch schon. What is that sound? Did I break something? I've deployed acoustic modems to transmit from other sensors. For those of you who have no idea what he's talking about, he means we use sound to transmit data, so we can have Wi-Fi in the ocean. Impressive. What kind of bandwidth do we get? Like 1990s dial-up. Okay. Fun alert. Looks like some young dolphins are having a playdate. Hä? Ich hab einen Stock gefunden. Hey guys, can I take a turn? Ach, ernsthaft. Das ist ja schön. Stöckchen. Wir hatten auch schon ein paar Fische. Da waren so... You don't see that every day. At least I don't. Frankly, neither do I. Da waren sie auch diese rot beschuppten. Das waren definitiv Fische. Was haben wir denn da? Alter. Ah, die müssen wir doch. Warte. Hallo? Darf ich? Danke. So, wo ist denn jetzt der Große? Da. Ah, den haben wir schon. Den haben wir alle schon. Gut. Komm, nehmen wir erstmal den da. Haie und Muränen habe ich nicht gesehen, aber guck mal, da sind Fische. Kaiserfisch. Company. Unbelievable. That sounds too close to be outside the research zone. One of the waypoints went down. Do you think that's related? Yeah, probably. Was? Mhm. Guck mal hier unten. Haie! Ein Knorpelfisch. Die kriegen deswegen keinen Krebs, wird mal gesagt. Ist aber Quatsch. Und natürlich alle extrem friedlich. Sind sie auch tatsächlich, aber es kann natürlich auch schief gehen. So, habe ich schon. Okay, ja, ja. Sollen wir da nochmal? Haben wir da was? Upsa.
Jo. So. Was haben wir da? Irgendein Waypoint. Ich finde, das ist auch ein. Also, das ist ein Spitzenriffhai. Entschuldigung. Ja. Da ist noch was. Da ist was. Was ist das? Ich frage mich echt, wo dein Sohn das her hat, ne? Wenn du Weißspitzenriffhaie kennst. Das hatte ich. Ja, was? Achso, da unten. Aber was genau? Ah. Red light must mean a serious alert. Yeah, dead battery. Okay, hab ihn. Ja, Ammenhai. Octopus. I think it went in that cave. I'd like to go in that cave. Let's be real. There's no way I'm not squeezing through here to follow that octopus. We'll definitely want to practice diver rescue at some point. Well, maybe. Mirai, please be careful. Okay. Ja. Tigerhai kenne ich noch. In unserem Lesebuch gab's einen. Hey there. Sorry to spoil your hiding place. Oh, ist der toll. Oh, ist der toll. Kriegen wir das noch irgendwie? Ach Gott, ist der schön. Ups. Nein. So. Was ist das? Achso, ja. Ja, geh raus. Geh raus. Nee, also das ist, sagen wir mal so, es fehlt an Herausforderung, aber das stört mich nicht. So, was haben wir denn jetzt als nächstes? Mhm, da ist ein Wegpunkt, ist das der einzige? Dann müssen wir dahin. Ja, klar. Aber wie gesagt, Blauhaie, Hammerhai kennt auch jeder. Fische. Deswegen, also ich wollte es mir unbedingt anschauen, weil ich vermutet habe, dass es sowas ist. Das heißt also, der Teil von Subnautica, der nicht gestresst hat. Genau. Der weiße Hai, oder wie er auch genannt wird. Also, wir haben einen großen weißen gesehen. Damit ist also jetzt nicht irgendwie der Undertaker gemeint. Entschuldigung. Was? Oh. Da müssen wir rein. Können wir da irgendwas... Upsa. Hallo, Skenny. Was ist denn das da eigentlich? Das ist die an dem Mund. Guck mal. Die Textur ist auch wirklich. Das hat was, ne? Das verwächt auch nicht. Sehr gut. Ja. The biochemical emittance triggered this whole area. Because of me. Not because of me, but because I configured the sensors to detect stress in the coral population. So. Okay, let's find out what's causing that stress. Mirai, please collect biosamples from any of the distressed corals. Happy to oblige. For those watching, these sensors help us understand what leads to resiliency in corals so we can help breed it into other species. Mhm. Das war alles? Kann ich nicht da runter? Hallo?
Ach nee, gut. So. Ja, da ist es doch. Müssen wir noch was? Da. Ach, hier noch. Gut. F. Oh, so ein schönen Spatel. Toll. Natürlich nicht. Sag mal so. Sollten die das wollen, dann bringen die dich um. Aber die wollen das nicht. Klar sind die gefährlich. Ja, und das... Nein, auch nicht. Also du bist für die keine Beute. Die können mit dir relativ wenig anfangen. Die meisten Angriffe ist gerade so bei Leuten, die auf einem Surfboard liegen und paddeln. Die werden dann mit von unten von Robben mit Robben verwechselt. Und dann bist du tot. Dann. Ganz klar. Aber die greifen Menschen nicht an. Sperm whales. And they must be your part because I have a tag signal that is definitely ours. Pushing the waypoint. On my way. I'm hoping to reconnect with the sperm whale family, whom I have been tracking for years. Ach Gott, was echt jetzt? I'm excited to check in on our mother-to-be. Putzerfische! Schiffshalter, aber das sind keine Schiffshalter, das sind Putzerfische. Wow. Tja, ja. Was? Und dann hat sie mir, die Zyklonie hat mir erzählt, ne, ach Gott, Hilfe, ihr Kleiner, ne, mit dem Dinosaurier und der kennt die alle auswendig und so weiter, ne. Und jetzt zeigt sich doch langsam aber sicher schon, wo er das vielleicht her hat. Ah, die habe ich schon. So. Haben wir alles gut. So, noch ein bisschen schnell tauchen. Wir haben ja auch gar keine Anzeige von... Nein, nicht von dir, im Leben nicht. Bei dir sind es ja Fische und keine Dinosaurier. Und Meeressäuger. Fische und Meeressäuger. Da ist sie, die Pottwaldschule. Oh, ist das toll. Mirai clearly has a fondness for these creatures. She's fallen silent. Right. Let me finish scanning them all. I still don't see our pregnant mother. Done. Good. Everything all right? I am now. Look. Our mommy whale has delivered. Everyone say hi to her beautiful one-ton baby girl. Is she okay? Right. Shh. She's nursing. I just wish... Ja, dann zeig auch. Ich kann jetzt die Kamera nicht steuern. One second. Wow, ist das geil. Amazing. That is the end of our stream. Like, share, comment. Wollte ich hier gleich noch was sagen zu. We need you. All of us down here. Und jetzt fertig? War's das schon? Okay. Nee, also ich habe heute wieder aufgenommen. 8 Folgen. Und ich bin wohl fast fertig. Für die Leute, die das Ganze gucken, möchte ich nicht spoilern, aber einfach mal so zu sagen, ich verkleide mich gerade. Na? Verkleiden muss man sich in dem Spiel, glaube ich, nur einmal. Das heißt, also lange dauert es nicht mehr. Und das Spiel ist mega geil. Ich komme gut durch. Ich spiele es aber auf einfach. Aber die Story ist der Hammer. Die Spieltechnik und Alter, haben die anderen Spiele von diesem Spiel geklaut. Unfassbar. Unfassbar. Also das kriege ich auf jeden Fall durch und... Ich guck mal, ob ich die zwei anderen gleich hinten dranhänge oder ob ich die dann mit dem Abstand was anderem noch dazwischen mache. Aber total gut. Eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Oh! Alter, das wird ja noch mehr... Sag mal, wie riesig ist das Spiel denn?